Hallo! Vielen Dank! Das wäre nett, danke schön. Die Heute-Show, meine Damen und Herren. Danke sehr. Die Heute-Show ist wieder da und wir rufen gemeinsam Berlin, Berlin, wir wählen in Berlin. Genau da droht am Sonntag, Sie ahnen es, die nächste Blamage für Angela Merkel und für ihre CDU. Das ist zu befürchten jedenfalls. Ne? Es ist zwar, sagen Zyniker im Grunde, völlig egal, wer da in Berlin regiert. Und eigentlich ist Berlin auch nur zu retten, wenn die vier Siegermächte endlich zurückkommen. Aber ich meine, gewählt werden muss ja trotzdem. Das sind die Regeln. Und unsere Kanzlerin war auch in diesem Wahlkampf da in Berlin wieder eine echte Hilfe für den Unionskandidaten. Hier ein, sagen wir mal, unnötig ehrlicher Moment. Hören Sie mal ganz genau hin. Und deshalb hat es die CDU nicht nur verdient, sondern die CDU muss stark in dieser Stadt am Sonntag absteigen. Auch da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Also, so, Freunde, jetzt kann man Angela Merkel, und das ist ja Mode in diesen Tagen, wirklich einiges vorwerfen. Zum Beispiel, dass sie weder willens noch in der Lage ist, den Bürgern ihre Politik mal vernünftig zu erklären. Alles keine Frage. Trotzdem, das Ausmaß der Wut und was man ihr konkret so alles vorwirft, da kann ich jetzt neuerdings nicht mehr folgen. Die Frau ist unmöglich als Regierungsmensch, ja? Die hat nichts gemacht, ja, Physikerin, von der Politik hat sie keine Ahnung. Sie können doch Käse kaufen, der soll 2 Monate halten. Der ist im Kühlschrank, höchste Stelle, schon nach einer Woche vergammelt, noch verpackt. Soll sie sich doch mal holen? Ja, warum genau soll sich Frau Merkel den alten Käse von dieser Frau holen? Und warum wedelt die mit einer Wurst? Egal. Berlin, verrückte Stadt, Freunde. So, noch regiert dieses Berlin von Michael Müller. Und wenn Sie zu Hause sich jetzt fragen, wie jeder gesunde Mensch, wer zum Teufel ist das denn? Das hier ist ein Plakat. Kleiner Tipp, es ist nicht die Frau mit dem Kopftuch. Nein, Michael Müller ist der ausgesprochen unscharfe Typ im Hintergrund. Ja. Und das ist übrigens kein Fehler auf diesem Wahlplakat. Man kriegt den Mann einfach nicht scharf. Hier, das ist sein Hochzeitsfoto. Und das ist sein Personalausweis. Ja. Im Grunde sowas wie der Anti-Wovi. Und sein, ja, sagen wir aus Spaß mal, Herausforderer ist der CDU-Mann Henkel. Ein weiterer netter Brillenträger aus der gleichen Baureihe wie Müller. Und trotzdem haben sich die beiden, das muss man denen lassen, wirklich ein gnadenloses, knallhartes TV-Duell geliefert. Alter, da flogen die Fetzen. Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir eigentlich Unterschiede deutlich machen? Die Wähler wollen doch auch wissen, woran sie sind, wenn sie den einen oder anderen wählen. Da hat er völlig recht. Da hat Herr Henkel völlig recht. In einem hat er recht. Und da hat Herr Henkel recht. Er hat recht, kann ich kaum etwas hinzufügen. Das war das Duell der beiden Spitzenkandidaten zu Berlin-Wahl. Da hat er völlig recht. Ja, leider sind bei den Dreharbeiten 2 Kameramänner vor Langeweile gestorben, meine Damen und Herren. Wie gesagt, eigentlich ist es völlig egal, wer von den beiden am Ende regiert. Berlin bleibt halt Berlin, die Stadt mit der ineffizientesten Verwaltung Deutschlands. Die Stadt, die, wenn das Geld alle ist, einfach irgendwo anruft und sagt, das Geld ist schon wieder alle. Um dabei den Pep in den Wahlkampf zu bringen, muss das Fernsehen sich echt was einfallen lassen. Wir haben uns eine Schnellfragerunde ausgedacht. Und die heißt so, weil Sascha und ich schnell fragen. Hör doch auf! Hör doch auf! Ich habe mich immer gefragt, warum die Schnellfragerunde so heißt. Verstehe. Und was wurden die Spitzenkandidaten da so schnell gefragt? Irgendwas Kritisches zum Flughafen? Zum Berliner Totalversagen in der Flüchtlingskrise? Fast. Brustschwimmen oder Rücken? Was? Brustschwimmen oder Rücken? Brustschwimmen. Tüte oder Space Cakes? Rotwein. Zahnarzt, mit Betäubung oder ohne? Sowohl als auch. 2er oder 3er? Also in der Koalition. Ach so. Gott sei Dank. Ja, ich finde, so sollte man den Erdogan mal interviewen. Schaf oder Ziege? Also im Döner. Im Döner. Alles wichtige Themen, keine Frage. Brust- oder Rückenschwimmen, denke ich oft drüber nach. Alternativ hätte ich gerne noch eine Frage zum maroden Zustand der Berliner Schulen gehört. Die Bildungspolitik da ist ja traditionell eine Vollkatastrophe. Obwohl, es gibt, und das ist kein Spaß, Lehrerinnen, die wechseln freiwillig von Bayern nach Berlin. Ein Schritt, den sie nicht bereut hat. Wenn man so
dieses Soziale besonders hat als Lehrer und nicht so sehr dieses Wissensvermittlung für dich im Vordergrund steht, dann ist Berlin das Traumhafteste, was passieren kann. Ja. Ich habe das schon vor Jahren gesagt, Schule könnte so schön sein ohne die doofe Wissensvermittlung. So, jetzt aber genug Berlin-Bashing, Freunde. Man muss auch mal das Positive sehen. Jedes Jahr ziehen 40.000 Menschen in unsere Hauptstadt. So hip ist die. Da wohnen bald 4 Millionen unfreundliche Taxifahrer. Und das ist bei weitem nicht das einzig Tolle, was man über Berlin sagen kann. Berlin informiert. 5 geile Fakten über Berlin, die Sie garantiert nicht interessieren. Hallo. Mein Name ist Dennis Knossaller. Sie kennen mich aus Imagefilmen wie Bielefeld schlechter als sein Ruf und Hurra, Flitterwochen in Recklinghausen. Heute lade ich Sie ein auf eine faszinierende Reise nach Berlin, das Kalkutta an der Spree. Es stimmt, kein einziges DAX-Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. Warum auch? Aber fleißig produziert wird hier trotzdem. Zum Beispiel 55 Tonnen Hundekot. Jeden Tag. Und noch ein Rekord. 1,6 Millionen Schulstunden fallen hier jedes Jahr aus. Deswegen haben die Hauptstadtkinder auch reichlich Zeit, sich auf ein Leben als erwachsene Berliner vorzubereiten. Das machst du super. Was glotzt du so? Verpiss dich! Der Görlitzer Park, die braune Lunge Berlins und Deutschlands größter Drogenumschlagplatz. Koks? Ecstasy? Danke, nein. Arschloch. Gerade wurde in Berlin der 500. Zebrastreifen eingeweiht. Damit ist Berlin die Hauptstadt mit den wenigsten Zebrastreifen der Welt. Leider fremdelt der Berliner Autofahrer noch mit dem ganzen Konzept Fußgänger. Aber das wird... Und jetzt kommt das Tollste. In keiner anderen Stadt ist das Bußgeld für Wildpinkeln so niedrig wie in Berlin. Nur 20 Euro, egal wo du hinströllerst. Woanders kostet das Tausende. 20 Öcken, dafür gehe ich doch nicht mehr aufs Klo. Oh. Na, Tag, Herr Wachtmeister. Oh. Das ist Berlin. Berlin, immer keine Reise wert. Du bist so wunderbar. Berlin. Vorgestellt von Dennis Knossaller. Geile Fakten. So. Eine neue Eskalationsstufe ist erreicht. Genau heute droht Horst Seehofer im Spiegel ganz offen, wenn Merkel nicht bald Obergrenze sagt, dann macht er Schluss mit ihr. Ja. CDU und CSU ganz kurz vor der Scheidung und ganz Deutschland im Zustand der Dauererregung. So muss man das sagen. Natürlich. Immer noch wegen der Flüchtlingskrise. Das konnte man gerade diese Woche wieder sehen, leider in Bautzen. Es ist immer noch schwer zu sagen, wer da wie angefangen hat. Ne? Wirklich, da gibt es verschiedene Aussagen. Letztlich gab es eine Massenschlägerei zwischen Flüchtlingen, ungefähr 20 und 80 Rechten. Man kann es aber natürlich auch ein bisschen komplizierter ausdrücken. Es ist so, dass aus einer Gruppe von ca. 15 bis 20 UMAs, also unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern, auf eine Gruppe von ca. 80 Personen, teilweise auch Personen, die relativ eventbetont vorab in der Stadt unterwegs waren und die schon dieses und jenes Maß Bier getrunken hatten. Verstehe. UMAs. Und dann gibt es natürlich noch die nachts ausschwärmenden Zonenidioten, kurz Nazis. Und, die haben sich getroffen. Ja. Ich glaube, ich möchte nachher auch noch erlebnisbezogen unterwegs sein, meine Damen und Herren. Ja, die UMAs waren da, die Nazis waren da, Rechte waren da. Alle chronisch wütend. Im Moment sind sowieso alle wütend. Von den besorgten Bürgern bis hin zur CSU. Alle finden, achten Sie mal drauf, die Politik müsse wieder mehr auf das Volk hören. Es ist überhaupt hochinteressant, wenn Sie das verfolgen, dass jetzt wieder ständig vom deutschen Volk die Rede ist. Herzlich willkommen zu einem ZDF-Spezial.
ZDF-Spezial. Ach du Scheiße, das deutsche Volk ist wieder da. Mit Gernot Hassknecht. Ruhe! Das Volk soll aufhören zu klatschen! Das Volk nervt! Faustregel: Wenn Politiker anfangen, ständig vom deutschen Volk zu schwadronieren, ist Alarmstufe Rot! Wieso? Ich meine, Gernot, wir beide gehören doch auch irgendwie zum deutschen Volk. Halt die Fresse, du Nazi! Wer soll denn das sein, das deutsche Volk? Alle, die heute "Wir sind das Volk" brüllen, meinen doch in Wirklichkeit "und ihr nicht"! Es geht immer darum, sich über andere, nicht ganz so wertvolle Ethnien zu erheben. Der Fremde, man zwingt das deutsche Volk mit Fremden zu leben. Menschen, die in den Großstädten leben, die die fremden Geräusche, Gerüche und Anblicke jeden Tag neben sich haben, die denken da völlig anders. Bah! Fremde Gerüche! In einem deutschen Treppenhaus hat es nach Kohlroulade zu riechen, nach Dackel und kaltem Furz. Und deutsches Volk definiert sich immer über Blut. Völlig egal, wie lange du hier schon Steuern zahlst. Wirklich deutsch bist du nur, wenn dein Ur-Ur-Uropa schon vor 1000 Jahren irgendwo in der Eifel die eigene Schwester genagelt hat. Hallo? Bei uns in Ostwestfalen läuft das heute noch unter Brauchtum. Ich weiß. Leider halten Seehofer und Co. ihr geliebtes deutsches Volk offensichtlich für komplett bescheuert. Ist ja unfassbar, mit was für sensationellen Erkenntnissen die jetzt um die Ecke kommen. Die Kanzlerin hatte in der Generaldebatte im Bundestag gestern ausgerufen, Deutschland wird Deutschland bleiben. Die kleine Schwester aus Bayern korrigiert, Deutschland muss Deutschland bleiben. Was völlig anderes. Deutschland bleibt Deutschland und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, was soll Deutschland denn sonst sein, außer Deutschland? Stell dir vor, wir wachen eines Tages auf und sind Holland. Das deutsche Volk, ich kann's nicht mehr hören. Und die AfD setzt natürlich noch einen schönen braunen Haufen obendrauf. Frauke Petri möchte den Begriff völkisch wieder positiv besetzen. Natürlich. Und wo wir schon dabei sind, lasst uns doch auch den Begriff Konzentrationslager endlich wieder positiv besetzen. Konzentration ist doch an sich eine feine Sache. So, Vorschlag. Alles, worin das deutsche Wort Volk vorkommt, gehört verboten, ohne Ausnahme. Volksmusik. Volkswagen, Volkabuffier und das Schlimmste von allem, Volk am Brot. Das ist das Hinterletzte. Ich hasse Vollkornbrot und Volkswirte, die Volkshochschule, die Wehrkarte, Volksbank. Ja, Prinzip ist klar geworden. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren, vielen Dank. ZDF Spezial. Ach du Scheiße, das deutsche Volk ist wieder da. So. Gernot Hassknecht. Ja, liebes deutsches Volk zu Hause, morgen werden voraussichtlich Hunderttausende von euch in 7 Großstädten gegen TTIP und CETA demonstrieren. Wobei TTIP ist ja quasi tot. Ne? Sie erinnern sich, das Freihandelsabkommen mit den USA, das wollte uns damals dieser notorische Trickbetrüger aufschwatzen. Ja, wir haben ihn hier mal unkenntlich gemacht, meine Damen und Herren. Aber zum Glück gibt es ja auch noch diesen großartigen Mann hier, der uns jetzt das fabelhafte und viel schönere CETA aufschwatzen will. Am Montag stimmt die SPD darüber ab. Und ja, wenn die Genossen sich überraschend Eier wachsen lassen und gegen CETA stimmen, dann war's das für Gabriel. Dass die SPD-Spitze in Berlin bei CETA aufs Tempo drückt, lässt die Sozialdemokraten an der Basis relativ kalt. Der Eindruck ist ja, dass Herr Gabriel das ist relativ schnell einfach durchwinken. Ja, Herr Gabriel, ja. Ja, ja.
Das war übrigens Gabriels Oma, wirklich. Die Frage ist ja, wie hat der Mann das geschafft, den Leuten in Deutschland einzureden, CETA wäre so viel besser als TTIP? Wie hat er das gemacht? Ich meine, in CETA oder CETA stehen zwar keine privaten Schiedsgerichte mehr drin, nominell, aber dafür ein sogenanntes Investitionsgericht. Und das ist auch eine reine Paralleljustiz, nur für Konzerne, die Staaten verklagen wollen. Und dann gibt es ja auch noch den sogenannten gemischten CETA-Ausschuss, der nach der Vertragsunterzeichnung mit Kanada den Vertrag nach Belieben ändern kann. Ja, im laufenden Vertrag. Versuchen Sie das mal mit Ihrem Handyvertrag. Und kein Mensch weiß, das ist wirklich wahr, kein Mensch weiß, wer da drin sitzt in dem Ausschuss. Ich habe gerüchteweise gehört, Deutschland schickt wohl Carsten Maschmeyer, Frank Hannebut von den Hells Angels und natürlich Franz Beckenbauer. Das ist ja logisch. Ja. Und Franz Beckenbauer. Ja. Aber das ist klar, ich meine, ein Unseriöser muss dabei sein. Ne? Vielen Dank, Herr Gabriel. Ne? Kanada. Wenn es ganz blöd läuft, müssen wegen CETA demnächst vielleicht bestimmte öffentliche Aufgaben ausgeschrieben und dann privatisiert werden. Ne? Strom, Abwasser. Liebe SPD-Delegierte, ihr habt am Montag die einmalige, ich möchte sagen, die historische Chance, CETA und Sigmar Gabriel gleichzeitig loszuwerden. Das kommt nie wieder. Jetzt überzeugt? Nein? Dann passt mal gut auf. Wenn ihr am Montag nicht mit Nein stimmt, dann werde ich in der nächsten Woche, Sekunde, diese süßen Küken in diesem Chlorbad ertränken und dann essen. Das geht auf eure Kappe, SPD. Oh, ich kann's nicht ändern. Ja, oh, komm. Was ich aber toll finde, meine Damen und Herren, dass sich auf einmal so viele Deutsche für ein komplexes Thema wie Freihandelsabkommen interessieren. Sogar für Teenager gibt's da jetzt entsprechende Angebote bei YouTube. Karos Beauty und CETA Blog. Hallo Leute, hier ist wieder eure Caro. Ey, lasst uns mal bitte über CETA reden. Weil CETA ist nämlich nicht nur der Affe von Tarzan. Oh, ist voll süß, der hilft dem Tarzan immer. CETA steht nämlich auch für Comprehensive Economic Trade Agreement. Und das bedeutet, dass das englische Worte sind. Freihandel mit Kanada. Das ist voll das wichtige Thema. Ey, wir verkaufen denen Autos. Und die uns Bären. Oder Lachs. Ihr müsst euch mal eine Gesichtsmaske mit Lachs machen. Da kriegt man voll die glänzende Haut. Leute, aufwachen. CETA ist genauso scheiße wie TTIP. Die wollen sogar unser gutes deutsches Vorsorgeprinzip abschaffen. Und das geht so. Dieser deutsche Nagellackentferner, ich krieg da kein Geld für, dass ich den in die Kamera halte, der ist vom Rossmann. Bei dem bin ich mir sicher, der ist getestet worden, bevor der auf den Markt kommt. Und bei dem kanadischen muss ich erstmal nachweisen, dass der ungesund ist. Gar nicht schlecht. Ich bin blind. Hallo? Bei Freihandelsabkommen geht es immer nur um Konzerninteressen. Ja, dann könnte man ja auch einfach die Zölle abschaffen und Feierabend. Ja, aber das raffen die Leute nicht. Ja, dann kriege ich eigentlich so einen Föhn. Nee, echt. Ich habe einen neuen Föhn. Der ist von DM. CETA ist genau wie TTIP. Die haben nur die Buchstaben vertauscht. Und drei neue dazugepackt. Ja, aber klar, über die bösen Amerikaner regen sich natürlich alle auf, ja. Vor allen Dingen über Donald Trump und seine Frau Hillary. Boah, die ist so... Aber bei Kanada, da denken alle immer, niedliches Land, süße Elche, Ahornsirup. Und wie heißt die doofe Polizei bei denen noch? Mit diesen beknackten roten Uniformen? Bounty oder so? Hallo Kanada! Caros Beauty und CETA Blog. Caroline Kebekus. Am Montag der CETA-Showdown bei der SPD. So,
weiß gar nicht, ob Ihnen das so klar ist, aber heute war ein ganz großer Tag für die Deutsche Bahn. Heute war nämlich Stuttgart 21 Grundsteinlegung. Hey! Sehr rätselhafter Applaus, muss ich sagen. Grundsteinlegung und alle wichtigen Leute waren wirklich woanders, meine Damen und Herren. Ja, muss man so sagen. Ja. Verkehrsminister Dobrindt hatte keinen Bock, Landesvater Kretschmann auch nicht, der grüne Bürgermeister, waren alle nicht da. Ist Wahnsinn, wer da alles nicht gekommen ist. Dafür hat die Bahn aber ebenfalls diese Woche, und zwar am Mittwoch, ihren nagelneuen ICE vorgestellt. Mit einer, das dürfen wir sagen, bombastischen Show, Freunde. Hier fährt das Teil ein. Guck mal. Oh, Konfetti, wow! Konfetti aus purem Gold. Alter, wenn jetzt gleich noch mal Konfetti kommt, dann drehe ich aber völlig durch, das sage ich euch. Warte mal. Noch mal Konfetti! Geil. Ja, hergestellt aus alten Wochenendtickets. Ja, das ist ein ICE der ganz neuen Generation. Also mit Klimaanlage. Die Türen gehen auf und alles. Super, super Teil. Die Bahnfuzzis, die Designer, sind so verliebt in ihre neue Chuchu-Eisenbahn. Die haben dem Ding einen ganz, ganz süßen Spitznamen gegeben. Der hat nämlich, und jetzt kommt's, dieser Zug hat totale Ähnlichkeit mit einem echten Weltstar. Wenn Sie den Zug von vorn anschauen, dann sehen Sie die beiden Lichter, die großen Scheinwerfer, da über die Luftschlitze wie Wimpern, unten der rote Strich, mundartig geformt. Und deshalb hat dieser Zug bei uns im Unternehmen schon den liebevollen Kosenamen Angelie Jolie. Ja, das muss man wirklich sagen. Die Ähnlichkeit ist echt verblüffend, muss ich sagen. Also, vor allem jetzt bei beiden die Mundpartie und die Luftschlitze natürlich. Also identisch. Ne? Angelie Jolie, die bekannte Freundin von Brit Pett, meine Damen und Herren. Wirklich ein ganz, ganz großer Medienzirkus diese Woche bei der Vorstellung des neuen ICE 4. Wobei ich sagen muss, ist eine Geschmacksfrage, aber die ein oder andere Live-Schalte hätte ich persönlich ja eher weggelassen. Gerade bei langen Fahrten mit der Bahn ist natürlich das Thema WC, denn viele Bahnfahrer ärgern sich ja über Toiletten, die schon vom Startbahnhof an defekt sind. Wie gut, dass die Toiletten so klein sind, wer weiß, was wir sonst noch gesehen hätten. Was willst du machen? Im Bordbistro gab's Chili con Carne, ne? Das ergibt sich dann zwangsläufig. Der ICE 4 ist übrigens deutlich langsamer als sein Vorgänger. Schön, aber langsam. Quasi Mario Gomez auf Schienen. Ja. Komm, passend dazu, jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop, die langsamsten Bahnstrecken Deutschlands. Ja, mit 2 Stunden Bonusverspätung. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ja, läuft bei der Bahn. Ja. Also außer in Sachen Stuttgart 21. Der Bundesrechnungshof geht inzwischen, das kam diesen Sommer raus, der Bundesrechnungshof geht von bis zu 10 Milliarden Euro Gesamtkosten aus. Geplant, nur mal zur Erinnerung, waren 2,6 ursprünglich. Wie kann sowas den Schwaben passieren? Ausgerechnet den Schwaben. Ne? Experten. Experten hatten schon in den 90er Jahren genau vor dieser Preisexplosion gewarnt. Und auch ich muss da im Nachhinein ein bisschen Abbitte leisten, meine Damen und Herren. Denn was haben wir in dieser Sendung in der Heute-Show über die Stuttgart 21-Gegner gelästert? Was haben wir uns lustig gemacht? Dabei hatten die völlig recht. Sogar Sie hier. Stuttgart 21, auf diese Art nicht. Wollt ihr denn, dass unser Herz zerbricht? Gut, das Lied ist immer noch scheiße, aber in der Sache hat sie völlig recht. Ja, selbst jetzt wäre ein Ausstieg wohl immer noch günstiger. Und wegen der ganzen Sprengung und Bohrung sieht Stuttgart 21 inzwischen eher aus wie Stuttgart 45. Ja, da fragst du dich doch insgesamt, was ist denn bitte los mit dem legendären deutschen Ingenieur? Warum kommt bei uns alles immer später und immer teurer? Und was ist eigentlich so kompliziert an diesem blöden Brandschutz? Beispiel Brandschutz. Die Fluchtwege waren zu gering dimensioniert, also kamen Fluchttreppenhäuser dazu. Die waren scheußlich, also plante man um. Kurze Frage. Wenn man jetzt alles umplant, was in Stuttgart scheußlich ist, was soll denn da stehen bleiben? Wir haben heute Zuschauer Stuttgart im Publikum. Wahnsinn. Ja. Der Bundesrechnungshof sagt 10 Milliarden.
Wir können rechnen, daher der Name. 10 Milliarden Bahnchef Grube. Und ich habe schon so eine leise Ahnung, bei wem diese Mehrkosten am Ende hängen bleiben. Ja, okay, Stuttgart 21 wird immer teurer. Da machen wir nichts dran, offensichtlich. Aber dafür ist es ja auch ein ganz besonderer Bahnhof. Nach internationalen Sicherheitsstandards sollen Bahnhöfe maximal 1 Meter auf 400 Meter Bahnsteiglänge geneigt sein. Stattdessen werden in Stuttgart Bahnsteige mit gut 6 Metern Höhenunterschied gebaut. Cool, oder? 6 Meter Höhenunterschied. Reinhold Messner plant bereits die Erstbesteigung von Gleis 3 ohne Sauerstoff. Ja, klingt alles ein bisschen absurd, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so wild. Die Sache mit der Steigung hier, die S-Bahn-Station Feuersee, die hat tatsächlich eine ganz ähnliche Steigung, ist kein Witz. Und wie diese Bilder eindeutig beweisen, ist das gar kein Problem. Wenn die anderen Fahrgäste ein bisschen mitdenken, das geht schon. Und falls Sie sich jetzt immer noch fragen, 10 Milliarden für einen verbuddelten Bahnhof, wie geht das denn? Es ist eine ganz einfache Rechnung. Schauen Sie mal, für Stuttgart 21 muss man erstmal ein Loch buddeln. Logo, macht 1 Milliarde, runter kriegst du heute kein vernünftiges Loch. So, dann Gleise rein, 1,8 Milliarden. Wasser, um demonstrierende Stuttgarter Kinder wegzupölen, 10 Euro. Jetzt ganz wichtig, Maulwurffamilie umsiedeln, 4 Milliarden. Bei den Grabungen einen antiken römischen Bahnhof finden, der noch voll funktionstüchtig ist, den wieder zuschütten, schlanke 2 Milliarden. Und natürlich auf jedem Bahnsteig eine lebensgroße Marmorstatue von Bahnchef Grube, 3 Milliarden. Macht zusammen rund 12. Okay, eben waren es noch 10, aber die letzte Kostenschätzung ist ja auch schon fast 2 Minuten her, meine Damen und Herren. So, Stuttgart 21, ein einziges Desaster. Und die Politik, auch der Verkehrsminister, die guckt der fröhlichen Geldvernichtung weiter tatenlos zu. Sekunde. Ja, wie ich soeben erfahre, ist die Grundsteinlegung in Stuttgart wohl immer noch nicht über die Bühne gegangen. Es gibt da wohl völlig überraschenderweise Probleme. Wir schalten mal kurz rüber zu Ulrich von Hesen. Ulrich, woran hakt's denn diesmal? Ja, das klingt jetzt blöd, aber es hat sich herausgestellt, der Grundstein entspricht nicht den Brandschutzbestimmungen. Der Herr Grube ist eben noch mal kurz zu Hornbach gefahren und holt einen aus Asbest. Kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja, verstehe. Und so lange, bis der wieder da ist, müssen die ganzen prominenten Gäste da jetzt warten, oder wie? Ja, also Gäste sind jetzt eh nicht so viele da. Sie wissen ja, Kretschmann und Dobrindt wollten nicht kommen. Und ganz kurzfristig abgesagt hat auch leider Gina-Lisa Lofink. Hm. Sie sagt, so eine Veranstaltung wäre schlecht für ihr Image. Aber hey, Axel Schulz ist hier. Ehrlich? Grüß dich, Axel. Hi, schön. Ja, 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 Axel Schulz. Ja, grüß dich, Axel, alte Säule. Willkommen in Stuttgart. Wie, Stuttgart? Wie, Ja, die Grundsteinlegung. Stuttgart 21. Oh, scheiße, ich hab eine Autogrammstunde bei Kick, aber in Bielefeld. Mann, ich hab zu viel vor den Kopf gekriegt. Nee, nee. Axel! 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 Ach, Mann. Ach komm, ich warte jetzt noch 10 Minuten, dann bin ich auch weg. Die können mich mal. Ja, aber wie kann das denn sein, Ulrich, diese ganzen Verzögerungen bei diesem Projekt Stuttgart? Das ist doch nicht mehr normal. Ach, da kommt so viel zusammen. Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer. Klar hätte man Ingenieure nehmen können, die die Grundrechenarten beherrschen. Aber sowas weißt du doch nicht vorher. Von der Sache mit den doofen Eidechsen mal ganz zu schweigen. Für das Bahnprojekt Stuttgart 21 und die Neubaustrecke müssen insgesamt 10.000 Eidechsen aus Artenschutzgründen umgesiedelt werden. Für den Umzug einer einzelnen Eidechse haben wir bisher im Projekt zwischen 2.000 Euro und 8.600 Euro ausgegeben. Kann man die nicht einfach in ein Taxi setzen? 8.600 Euro für den Umzug von einer Eidechse? Jawohl. Und jetzt kommt der Hammer. Viele dieser Eidechsen sind, und das ist wirklich wahr, mit dem Zug aus Italien eingewandert. Selbst bei Reptilien haben wir ein Problem mit Zuwanderung. Apropos, woran erkennt man eine italienische Eidechse? Ich habe keine Ahnung.
sie ist faul, hält alle von der Arbeit ab und hat einen kleinen Schwanz. Geh mir weg. Geh mir weg. Ach, Welke. Finden wir uns damit ab, Welke. Großprojekte kriegen wir Deutschen einfach nicht mehr hin. Zumindest seit wir keine Zwangsarbeiter mehr benutzen dürfen. Verstehe. Aber sagen Sie mal, wie schlimm ist das denn jetzt wirklich mit diesen schrägen Bahnsteigen? Da gibt es ja bei Ihnen um die Ecke schon so einen Testbahnsteig. Merkt man da die Schräge? Och, das ist jetzt wirklich nicht so wild. Klar, ein bisschen abschüssig ist es schon. Hui. Fräulein, ich würde ja gerne helfen, aber ich habe hier eine Live-Schalte. So ist es. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Live von der Grundsteinlegung in Stuttgart. So. Eins ist ja heute insgesamt auffällig. Unser Land ist zwar politisch gespalten wie überhaupt noch nie, aber eigentlich reden die politischen Gegner gar nicht mehr miteinander. Wirklich, jeder kotzt sich nur noch in seinen Internetforen aus, in seinem Dunstkreis. Das müssen wir dringend ändern, die Leute einfach mal wieder zusammenbringen. Zum Beispiel im Berliner Wahlkampf. Carsten van Rissen gibt alles. Wahlkampf in Berlin. Eigentlich eine stinklangweilige Sache. Außer eine AfD-Kandidatin tritt in einem linksgrün versifften Kiez an. Wie Sibylle Schmidt, hallo. Hallo. Suchen Sie die Gefahr? Nein, warum? Kennt man Sie in Kreuzberg eigentlich als AfD-Kandidatin? Kennen Sie Frau Schmidt? Nein, nicht wirklich. Würden Sie Frau Schmidt wählen? Nein, würde ich nicht. Frau Schmidt, kommen Sie ruhig. Ja. Vielleicht haben Sie Gegenargumente und können für die AfD werben. Du brauchst keine Angst zu haben. In dieser Partei sind Menschen aus allen anderen Parteien, die haben sich da zusammengefunden, um momentan etwas gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung zu machen. Hast du verstanden? Hab ich, ja. Kannst du mal kurz wiederholen? Auf meine Sprache oder jetzt auf Ihre Sprache? Das ist wurscht. Die Dame wollte mir jetzt gerade erklären, dass was für die AfD spricht. Als da wären? Das, wie soll ich, nein, weiß ich nicht mehr. Wir gehen mal zu den Kommunistenschweinen, ja? Typisch in Kreuzberg, Kapitalismus, Schweinesystem. Was fällt der AfD dazu ein? Es ist ein bekannter Buchladen hier. Sollen Sie Ihre Meinung äußern? Berührt mich nicht. Sollen wir da mal reingehen und fragen, ob die Sie kennen? Na, gehen wir doch mal rein. Ja, sollen wir mal fragen? Ich glaube, wir wollen euch hier drin nicht haben. Heute schon wollen Sie hier drin haben? Nicht die AfD-Tante. So. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt mal zusammen zu den Grünen. Das gibt bestimmt ordentlich Zunder. Die grillen nämlich. Hallo. Ich bin der Carsten und das ist die Frau Schmidt von der AfD. Und wir wollen mal kurz mit euch ein bisschen sprechen. Ist das möglich? Ja, komm. Wir gehen mal los. Wenn die AfD kommt, bringen die Grünen erstmal ihre Plagen in Sicherheit und Frau Schmidt provoziert erstmal. Das ist bei uns auch immer so. Ja? Der Opa muss immer auf dem Stuhl daneben sitzen, den nebenbei machen. Also, hast du gerade gesagt, wäre bei ihr auch so. Der Opa muss immer auf dem Stuhl sitzen, nimmt es immer so mit. Sehr gut, sehr gut. Setz dich doch mal daneben, setz dich doch mal daneben. Es gibt ja zwischen den Grünen und der AfD mehr Gemeinsamkeiten, als man gemein annimmt. Sind ja auch gegen TTIP, oder? Die AfD. Denke schon. Ja, und wie ist das bei Ihnen? Also wir haben wahrscheinlich Gemeinsamkeiten, das lässt sich ja gar nicht leugnen. Also wahrscheinlich essen auch Mitglieder der AfD manchmal Butterbrot. Butterbrot. Mir knurrt der Magen. Und ich muss auch mal elegant mein Mikro loswerden. Hartz-IV-Empfänger können Wohnungen kaufen, das ist möglich. Aha. Die haben das Geld dafür. Wie gesagt, dann wird bezahlt eben dann das Amt. Dann kriegen Sie gar kein Hartz-IV, wenn Sie das Geld dafür haben. Das ist nicht richtig, dann sollten Sie sich informieren, nehmen das ging schon vor 20 Jahren. Ich muss mal kurz was essen, oder? Ich nehme das mal gerne. Es sind lauter spannende Fragen, die mich wirklich brennend interessieren. Man sieht sie nämlich gar nicht auf der Straße. Warum haben Sie eigentlich Kandidaten auf Ihrer Landesliste, die Verbindung ins rechtsextreme Spektrum haben? Gute Frage. Warum ist mir die nicht eingefallen? Wer definiert das? Die beispielsweise, naja, also gibt beispielsweise die identitäre Bewegung, ja, das steht im Verfassungsschutz. Ja, kann man vom Verfassungsschutz erhalten, was man aus will. Aber Spezialtee aus China. Das darf Welke nicht sehen, dass ich hier Spezialtee aus China trinke. Der bringt mich um.
Gib ihm noch mal das Mikro zu. Ja. Wer nervt? Ja. Ich nerve. Kriege ich denn eine Antwort auf eine Frage, wenn ich Ihnen was zu essen hole? So ein leckerer Tofu-Burger beispielsweise? Sie wissen doch, hier vegan verschwult und linksgrün versippt und so. Das ist doch wunderbar. Gehen wir? Ja, wir gehen gleich. Juhu. Zwei Dinge haben sich für mich heute bestätigt. Die AfD hat keinen Plan und die Grünen können nicht grillen. Carsten von Rissen! Ist doch schön, wenn man mal redet. Ne? So. Quizfrage. Erinnern Sie sich noch an Peter Ramsauer? Nein? Der war mal Verkehrsminister. Und seit ich den Mann neulich mal im Bundestag wiedergesehen habe, da mache ich mir doch ein bisschen Sorgen. Kann es auch nicht sein, dass wir weiterhin in diesem Umfang Irland unterstützen, sowohl was den ESM betrifft, über die Unterstützungsmaßnahmen, als auch über die europäischen Gelder. Ich finde, auch in den europäischen Verteilungsmechanismen. Jetzt rächt sich das nämlich, dass wir den Zivildienst abgeschafft haben. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend.